Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Bahntester mit Shisha-Olli und mir, Big2B, sind wieder am Start. Wir haben heute ein neues Video für euch und wie ihr schon sehen könnt, wir haben schon zwei Shishas aufgebaut. Und was gibt es dort Feines? Ja, wir testen heute Molassen und zwar Atia Molasses. Das ist ganz normale Molassen mit Virginia-Tabak angefeuchtet, angemischt. Und das war deine, gell? Hier haben wir es ja schon drinnen. Zwei verschiedene Sorten haben wir rausgesucht. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, der Schnitt ist eher grob. Und was haben wir drinnen? Wir haben zum einen Businessman drinnen. Business. Muss mal gucken, der dunkle, das muss deiner gewesen sein. Und Exotic Fresh. Das ist der Fresche. Genau, der Fresche. Ja, und die werden wir jetzt testen. Da müssen wir nur kurz Setup stechen, Löcher machen. Dann geben wir den einen Stecher. Nimm den Stecher. Das ist den Aladin auch da. Welchen? Den Komplettstecher. Was, jetzt nimm den schnell, das geht doch gleich. Den Komplettstecher bin ich schneller. Scheiß drauf, da sind die Löcher schöner. Ja, beim Komplettstechen. Nimm! Jetzt haben wir das Ding schon! Ja, der Tabak ist ziemlich trocken. Er ist nicht allzu feucht. Müssen wir mal gucken, ob das gut oder schlecht ist. Das kommt noch auf. Wird genötigt. So. Muss leer stehen. Dann hier haben wir nochmal das Ganze im Zipper drinnen. Exotic Fresh. Ja, und wenn wir gleich mal loslegen wollen, weil die Kohlen sind schon durch, dann gehen wir gleich noch zum Geruch dann über. Sobald wir hier die Kohlen drauf haben. Aber der Olli kann ja schon mal dran riechen. Du musst übrigens nur einen Schlauch anschließen. Scheißdreck, ich hab noch keinen mehr. Doch, da. Nein, der hat den Woodman in der Fresse. Ja, dann nimm mal den. Ja, das ist ja der. Ja, der Blaue. Ja, hinter Blaue. Dir, der Blaue. Ja, da bestimmt rum gehabt. Heul nicht rum und mach. Ich riech jetzt erstmal. Oh Mann. Jetzt sag ich nichts mehr. Ist das geil? Oh Leute, Leute, Leute. Oh ja. Wir brauchen unbedingt das Augmented Reality noch. Was? Dass, brauchen die, wir? Dass die mal sehen, was wir so manchmal sehen. Oh, ich komm nicht drauf, du. Was hast du jetzt gerochen gerade? Das ist gerade Business. Sag mal, was sind das für Kohlen? Das waren die Gold. Al-Duchan? Nein, die Gold. Nein, das sind normale Kokobrikos. Oh, da waren das die, scheiße. Das magst du sofort, hey. Die brechen voll. Scheiße, ich hab den Karton auch nicht gesehen, war es faul, die zwei Packungen auszupacken. Da, die eine ist auch gebrochen. Was ist los mit Kokobriko? Brechen vor sich hin. Ja, da sind die Gold da unten. Nee, Gold habe ich gar keine mehr offen. Also an welchem hast du jetzt gerochen? Nur der Business. Business, also Business. Okay, dann rieche ich jetzt mal an meinem Exotic Fresh. Und was nach was riecht dein Businessman? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also Exotic Fresh sagt schon, riecht sehr frisch. Man merkt auf jeden Fall, dass man so eine Eisnote mit drin hat. Keine Minznote, keine Zitronennote, eine Eisnote ist es. Und süß. Riecht sehr lecker. Doch, doch. Mhm. Ja, der riecht auch sehr interessant, aber eher ins exotische Früchte rein. Also so wie der hier heißt. Aber ich komme auf keinen einzigen Geruch. Also ich komme auf kein Erdbeer, kein Kirsche, ich weiß es nicht. Ja, der riecht auch der riecht echt komisch. Ja, und wie hier schon, wie du gesagt hast, frisch. Was soll das riechen? Was soll das riechen? Leicht zitronig, orangig, irgendwas Orangiges ist auch noch drin. Oder halt zumindest, da rieche ich die exotischen Früchte genauso raus, wesentlich besser. Aber da undefinierbar, das Business. Keine Ahnung. Ja, das ist echt undefinierbar. Ich würde euch jetzt gerne ein Beispiel nennen, aber meine Nase kommt gerade nicht auf den. Jo. Auf das. Gedanken. Ja. Das riecht echt komisch. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt man vom Geschmack nur drauf, aber momentan kann ich echt nichts dazu sagen. Es riecht aber gut.
Also schlechter Geruch ist es nicht. Ja, dann würde ich sagen, rauchen wir schnell an. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, deswegen machen wir lieber einen schnellen Cut rein. Und dann sehen wir uns, sobald der Tabak angeraucht ist. So, Freunde, keine 2 Minuten hat es gedauert. Schon ist der Tabak gut angeraucht. Geschmacklich auch schon sehr stark vorhanden bei mir. Weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut, aber auch schon vor der Aura. Ja, wie gesagt, immer noch undefinierbar. Ja, zu meinem, zum Exotic Fresh, genau, so hat er geheißen. Man merkt schon, beim Ziehen und beim Ausatmen ist eine schöne frische Note. Es ist aber jetzt keine kühlende Note, also jetzt so in dem Sinn, dass es Minznote ist, dass man es richtig im Rachen spürt oder so, sondern es ist eher stärker beim Ausatmen vorhanden. Da merkt man so richtig schön so eine leichte Eisnote. Und es dominiert auf jeden Fall so eine exotische Note noch. Aber was es jetzt genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ich würde jetzt dann so eher so in die Richtung, ja, so exotische Früchte. Mango, Ananas, Maracuja, irgendwie sowas in der Richtung würde ich da jetzt sagen. Ja, oder? Ich habe noch nicht sagen. Achso, du hast noch nicht. Okay, dann bleiben wir mal dabei. Ich bin immer noch fasziniert von dem Tabak, irgendwie. Ja, aber meiner schmeckt sehr lecker. Also man hat gleichzeitig eine frische und eine exotische Note mit drin. Also es passt eigentlich ziemlich zum Namen gut überein. Die Frische ist sehr im Hintergrund. Man merkt sie nur beim Ausatmen, diese Eisnote. Und diese exotische Note ist voll vorhanden. Also man schmeckt richtig so eine richtig schöne, leckere, exotische Frucht raus. Aber jetzt genau welche kann ich euch auch leider nicht sagen. Also dafür ist es wahrscheinlich zu stark gemischt mit anderen Früchten noch. Aber man schmeckt diese Eisnote auch voll raus. Aber die ist schon dezent gehalten, also nicht zu stark. Können wir ja mal gucken, was der Olli dazu sagt. Schmecker, leichte Pfirsich schmecke ich. Ganz, ganz, ja, ganz leichte, dezent, aber nur im Hintergrund. Kann auch sein. Die exotische, wie du schon sagst, die ist im Vordergrund. Ja, das ist da eher nur so Mango, Maracuja, irgendwie sowas in der Richtung noch gesagt. Aber im Hintergrund, da ich sehr viel Pfirsich von Natalia rauche, merke ich im Hintergrund wirklich leicht diesen Pfirsich. Ja. Es ist auf jeden Fall eine ganz frische, exotische Note mit drin. Schmeckt sehr lecker. Für Guave ist es zu süß. Ja, Guave ist eher. Das ist Guave Touch wäre schon mit drin, aber das ist viel zu. Kommt aber. Da ist das Herbe nicht da. Ja, kommt geschmacklich nicht. Nee, also es ist keine Guave. Es ist irgendwie was Fruchtigeres. Also es könnte eine leichte Pfirsichnote gemischt mit was anderem nur sein, mit Maracuja oder sowas in der Art. Also auf jeden Fall, aber ein sehr, sehr leckerer Tabak. Also der schmeckt sehr gut. Also doch, da haben wir eine gute Wahl getroffen. Ja, dann schwenke ich mal um zum Geschäftsmann. Schauen wir mal, wie ein Geschäftsmann schmeckt. Da kann ich absolut nichts abgeben. Also beim Geruch schon wenig. Aber vom Geschmack schwer zu sagen. Er ist so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Er ist so, der hat so einen Touch. Der schmeckt ganz anders. Der hat so einen Touch. Aber nicht jetzt denken, der schmeckt nach Schokolade, aber der hat so einen Touch von Schokolade. Ich hätte es gerade gesagt, so Milch-Bounty, ja, genau, irgendwie sowas. Irgend sowas hat der, irgend so ein, ja, ich weiß nicht. Ja, das ist komisch. Beim Ausatmen habe ich so eine milchige Kokosnote irgendwie mit drin. Aber das Milchige, das was ich so mit dem Schokoladigen vergleiche. Genau, so, aber irgendwie, ich weiß so nicht, wie eine das nennen milchige, soll. Milchige Kokosnote, irgendwie sowas ganz, aber nur ganz dezent, ganz leicht beim Ausatmen schmeckt man das. Aber schmeckt echt gut. Aber der Rest kommt, ich komme auf nichts mehr sonst. Ja, aber der schmeckt schon so. Also man schmeckt auf jeden Fall so eine milchige Note raus, so eine cremige Note und dann noch so eine, ja, wie so ein Bounty. So leicht Kokos mit drinnen. Irgendwie sowas. Kriegt man jetzt beim Geruch überhaupt nicht raus. Aber ich finde, der hat so eine Bounty-Note mit drin.
irgendwie sowas ist damit drin. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas. Ja, aber nach Schokolade schmeckt es jetzt nicht. Nee, deswegen sage ich ja, das ist eher so. Wie ich zum schon gesagt, so milchig, cremig, irgend sowas, genau. Und deswegen sage ich ja, das hatte der Schokolade damals auch. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht denken, dass er noch Schokolade schmeckt, weil das tut er nicht. Aber er hat diesen Touch. Ja, er schmeckt irgendwie so milchig, cremig mit einem Schuss Kokosnuss, würde ich jetzt sagen, ist damit drin. Aber der schmeckt auch richtig lecker. Doch. Das sind beide sehr gute Sorten, die wir da rausgesucht haben, weil wir haben noch mehr Shots davon bekommen, von dem Arin. Molasses, deswegen kann ich jetzt noch nichts genaueres sagen, also zu den anderen Sorten, aber zu denen muss ich sagen, also beide sind sehr, sehr lecker und unterscheiden sich vollkommen, also schmeckt man sofort raus den Unterschied. Ja, doch, kann ich jetzt bevorzugen, schmecken beide fast identisch mir gut, ja? Aber vom Geschmack ist natürlich voller Unterschied. Deswegen auch jetzt auch beide, weil beide gut sind. Ja, dann kommen wir noch, habe ich vorhin Arin gesagt? Atja. Entschuldigung, ja, habe ich Arin gesagt? Sorry, Atja. Hier sieht man das Logo mal. Atja Molasses. Und dazu kommen wir jetzt noch ganz kurz. Kennt wahrscheinlich noch keiner von euch, außer von der, die was auf dem Smoky Shisha Treffen vielleicht waren und zufällig beim Walter gesessen sind, beziehungsweise da mal probiert haben. Denn der Walter macht Molassen und bietet auch in Zukunft nur Molassen an, den man dann natürlich noch mit dem passenden Rohtabak dann anmischen muss, ganz klar. Und ja, er ist 21, raucht seit knapp 9 Jahren und stellt momentan Rohtabak, Molasse her, aus 100%ig deutschen Produkten. Wenn man es hier so, hier sieht man es auch, da hat er es hingeschrieben, die, wo war es denn mit den Molassen? Hier, alles deutsche Qualität. Meine Aromen werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Die Aromen werden auch von den meisten Tabakherstellern verwendet und genutzt. Und darum verwendet er auch keine Ami-Molassen, China-Molassen und so weiter. Also entsprechen alle Aromen den deutschen Bestimmungen. Also auch sehr qualitativ hochwertige Aromen aus dem Inland. Und er empfiehlt die 100 Milliliter Molasse, wenn es es dann zu kaufen gibt, Mitte, Ende diesen Monat, also September, sagt er, auf 28 bis 34 Gramm Ritasch oder Ritai-Tabak, wie man es auch aussprechen möchte, sollte man das Ganze dann verwenden. Dann natürlich über eine Woche circa, also Minimum eine Woche lang einwirken lassen. Und dann kann man die Atja Molasse schon rauchen. Und er hat jetzt Virginia Tabak verwendet, ausgewaschen. Und den gibt es aber dann nicht zu kaufen, sondern es gibt dann, wie gesagt, bei ihm im Shop dann auch den Ritai zu kaufen. Und wie gesagt, sein Online-Shop wird Mitte, Ende diesen Monat dann an den Start gehen. Deswegen dauert es noch ein bisschen und er sagt auch, er macht es erst Mitte, Ende September, weil er noch mehr Sorten ins Sortiment aufnehmen möchte. Weil momentan hat er noch nicht so viele. Und es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Es sind ja, fruchtige Sorten dabei, es sind erfrischende Noten dabei, es sind ja, so außergewöhnliche Mischungen dabei, wie jetzt der Businessman zum Beispiel. Also ich denke, da wird jeder seinen passenden Geschmack finden. Preislich kann er noch nichts genaueres sagen, das kommt noch auf. Aber er lässt auf jeden Fall verlauten, dass er mit den Molassen auf jeden Fall günstiger sein möchte, wie andere Molassenhersteller, die es momentan schon auf dem deutschen Markt gibt. Also da müssen wir mal abwarten, was da noch auf uns zukommt. Da können wir jetzt noch nichts genaueres sagen. Das sehen wir dann, wenn Atja Molasses auf dem Markt ist. Aber auf jeden Fall, trotz dessen, dass der Tabak nicht ganz so feucht war, muss man sagen, ist er perfekt zum Rauchen. Wir haben kein Kratzen, kein Drücken. Man kann ihn ganz leicht bauen. Durch den groberen Schnitt ist er auch gut geeignet für Tonköpfe. Und der Geschmack kommt 100%ig gut durch. Ja, Rauchentwicklung geht auch in Ordnung. Geschmack vollkommen zufrieden.
Aber ich kann mich jetzt bei beiden nicht hundertprozentig festsetzen, was drin ist. Nochmal ganz kurz, um es erwähnt zu haben. Hier würde ich sagen, ist eine erfrischende Eisnote mit drinnen. Gemischt mit Pfirsich und Maracuja. Sowas um den Dreh rum. Und hier drüben ist eine milchige, cremige Note gemischt mit, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit Kokosnuss gemischt. Ist beides aber sehr, sehr lecker. Walter, wenn du das Video siehst, kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben, was jetzt im Businessman genau drin ist und was im Exotic Fresh drinnen ist. Würde uns auf jeden Fall interessieren, dass wir auch wissen, was wir denn geraucht haben. Auf jeden Fall geht ein Lob an dich raus. Walter, hast du wirklich gute Molassen bis jetzt uns zugesendet. Wir werden auf jeden Fall abwarten, bis es die Molassen auch fertig gibt, also in den 100ml Flaschen. Wenn es soweit ist, werden wir auf jeden Fall noch weitere Molassen für euch testen. Rauchempfehlung gibt es auf jeden Fall für beide Molassen raus, weil die uns beide sehr gut schmecken. Und ja, dann warten wir ab, bis es die Atja Molasse dann zu kaufen gibt. Wo es die dann genau zu kaufen gibt, ob es die dann nur beim Walter zu kaufen gibt oder auch bei anderen Shops zu kaufen gibt, weiß ich noch nicht. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit Shisha Olli und mir Big2B. Bis dann. Servus.